Wenn der Regierungschef, der Bundeskanzler, mit Begriffen wie Sicherheitsrisiko oder Unwahrheit belegt wird, dann ist das nicht nur unredlich, sondern ich sage es sehr deutlich, auch bösartig. Und dies gehört nicht in eine parlamentarische Demokratie und schon gar nicht in eine Koalition. Der Bundeskanzler hat von Anfang an der Ukraine beigestanden und die nationale Sicherheit unseres Landes gewährleistet. Beides hat er geschaffen. Und dafür bedarf es auch der Würdigung und der Unterstützung und nicht der Beleidigung. Zeitenwenden sind nichts für politische Spielernaturen.